Wo schaue ich Nicht denn mich hin. hin? Guck mal da unten, hier ist Entführen. ein Ausblick. Hier ist ein richtig schöner Ausblick. Wow. Und da will er seinen Stuhl haben. Warte, 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 warte. Ist Ja, ja. da war Da war das. das, ne? In der Ja, Riesenecke. ja, ja. Hammer. Das nächste Bild für ein Video, was wir vorne ansetzen können, mal. Da Und da oben oben waren wir waren wir irgendwo. irgendwo. Wir waren noch höher, ganz oben, genau. Aber Aber uns, was uns erzählt, siehst du diese komische Farbe da oben an kurz vor der Spitze hier, so 10 Meter über uns, so 20 Meter über uns? ja. Das ist Granit, da wollen wir dran. Oh, war ja. Genau, das brauchen wir quasi, um den Bau der Mauer, den wir jetzt machen, fertigzustellen. Die wird schön aus Granit gebaut. So, heißt F3 drücken. Die Höhe, die wir hier. Hast du eine Schaufel dabei? Ja, hoffe ich doch, ne? Sehr gut, ich auch. So, wir müssten jetzt den hier einmal auf rüber planieren, auch auf 169,9, wo ich jetzt draufstehe. Also hier draufstellen und darüber planieren sozusagen. Ja, planieren. Kann ich leider nicht mehr so lange mitmachen, weil ich schon voll mit Lehm bin. Ja, das war's nämlich schon. Ich kann nicht mehr. Bin überladen. Ich konnte noch nicht einmal graben. Und wenn der planiert ist auf jeden Fall, dann kommt da drauf der Brennofen. Und darin können wir die ganze Erde, die wir jetzt einsteckt haben, wieder verbrennen, sozusagen. Senkt sich das jetzt nicht ab? Musst du öfters machen. Manchmal rutscht was von oben nach. Genau, jetzt wieder ein abgegangen und jetzt wirst du sehen, dass da oben die 173,4 runtergehen, einmal abrutscht. Ist abgerutscht da oben. Und noch ein höher ist es abgerutscht sogar. Das rutscht jetzt um drei Kacheln mittlerweile. Oi. Ah, solange man graben kann, ist es noch okay. Erst wenn er sagt, das Gebiet ist gesperrt, dann ist fatal. Sowas gibt's auch? Ja, gibt's auch. Bestimmte Höhenunterschiede kannst du nicht bewältigen. Nicht mit Erde zum Beispiel, weil Erde nachrutscht. Ja, da Ja. hat maximalen Höhenunterschied zur nächsten Kachel von zwei Kacheln. Also wenn du jetzt die erste Kachel, sag ich mal, auf 4 gesetzt hast, kannst du die nächste Kachel daneben maximal auf 2, ja, auf 2 oder auf 6 bringen. Ah, okay. Höher wird es nicht gehen, dann wird er dir immer sagen, ist blockiert. Gibt's ja Kannst du wie höchstens noch mit Schnee sonst ausbalancieren. Schnee lässt sich, wie ich vorhin gesagt habe, stacken. Also. aber Schnee schmilzt oder so, oder nicht? Genau, den kannst du halt aber festmachen, indem du den planierst danach, pflasterst danach. Das, was du jetzt machst. Einfach auf den Schnee pflastern und das Gepflasterte schmilzt nicht weg. Okay, Und der wow. Schnee darunter wird sozusagen konserviert, also der bleibt darunter. Wenn du Na. das Gepflasterte wieder wegnimmst, ist darunter immer noch Schnee. Ja, fast haben wir es geschafft. Nicht mehr viel. 91,1. Ja, ist nicht mehr viel. Noch 2, 0,2, dann haben wir es. Jetzt nur 0,1. Ist das dann ein Bug mit dem Schnee oder ist das gewollt? Ich denke mal gewollt, weil Schnee ist halt so, dass man den. Du kannst halt Schnee zusammenpacken. Das Okay. funktioniert. Früher war es, dass es auch mit Lehm funktioniert hat, weil auch Lehm kannst du zusammenpacken, aber da haben, glaube ich, zu viele Leute zu viel Schmuh mitgetrieben, dass sie das rausgenommen haben dann. Ja. Und Schnee ist jetzt noch der Geheimnis. Jetzt müsste. Ach nee, ist immer noch. Dauert ja immer noch. Wir sind ja jetzt erstmal 0,7. Ja. Und jetzt, Und.
Nachdem ich das bei YouTube reingesetzt habe, ist es nicht mehr Geheimtipp. Was? Mach das nicht. Nee. Das ist der Geheimtipp, sonst wird das auch wieder rausgepatcht. Musst du das rausschneiden? Sonst ist das Video nicht aufsetzen. Und piep ist der Geheimtipp. Oh, ich hab Schuss, ich kann nicht mehr weiterarbeiten. Okay, du bist voll. Hexenschuss, ein Hexenschuss, wie jetzt? Warte mal. Den mache ich dir schnell wieder raus, das ist kein Problem. Oh yes, Hammer und Meise und los geht's. So, wo tut's weh, was soll ich abschneiden? Ich wichst es dich auf und fühlst einen dunklen Schmerz und kreuzt deine Hände und klammern immer noch den Schaufel, aber du erstarrst. Hast du denn irgendwelchen Schaden davon gekriegt? Also dein Charakter? Erstaunt durch den Gedanken, dass man dich ernährt, nimmt auch Dinge weg. Besorgt dich Nahrung und Schmutz, aber eines Tages wird sie alles wegnehmen, auch dich selbst. Bösartige und heimtückische Gottheit. Ja, steht direkt neben dir. Sonst kommt, wo die Schaufel zerbricht. Hast du denn Schaden davon gekriegt, dein Charakter? Nein, ich kann nicht mehr aufnehmen. Okay, dann müssen wir kurz runter. Das da unten an unserem Brennofen verbrennen. Da musst du springen, ne? Wo ich jetzt gesprungen bin. Weil sonst stackst du fest mit dem Pferd. Und jetzt springen. Ja, das sah gut aus. Gott. Die ganze Zeit so mir immer so rum. Das. Nix. Also ich hämmer auch nicht hier rum. Da sehe ich einer Holz. Ein Soundbug oder was hast du? Seht ihr Holz? Ja. Achso. Ich sehe gerade nicht, damit wir ein bisschen Zunderstoff haben hier für den Brennofen. Du musst jetzt einzeln sozusagen immer wieder bestimmte Häufchen auf dieses Erde ziehen, die da drin ist. Die verbrennen wir jetzt gleich. Ein Platz. Du kannst nicht alles da reinziehen, ne? Der hat ja eine bestimmte Füllmenge da oben. So, das erste bisschen ist verbrannt. Und jetzt zieh nochmal einen 120er auf den Stack 120er, der da drin liegt schon. Und nochmal. Und nochmal. Bis die 200 erreicht sind, die da oben am Brennofen stehen sozusagen. Geht nochmal. Ich würde sogar noch mal gehen, glaube ich. Jetzt sind wir voll. Okay, dann verbrennen wir das einmal. So, jetzt wieder leer, kannst wieder verbrennen. Wieder neue voll machen. Ja, und einmal hochglühen. Ein Blasebalg. Ja, jetzt ist es weg. Und wieder ausmachen. Genau, perfekt. Jetzt kommen wir wieder hoch. Was für ein Witz. Also ich krieg einen 360er Stick.
Ich nicht in meinem Inventar gezogen. Steine. Oh, scheiße, ich häng fest hier. Nee, dann musst du einzeln ziehen. Wenn ich hier alle. Alle einzeln pack, dann kriegst du rein. Ja, dann geht das, genau. Wer hat denn den Meldung? Einpacken und wieder losreiten, oder? Hat sich verbuggt dann. Das nennt sich dann ein Luftschimmel. Pegasus. Warum wieder den Soundpack? Lieber die ganze Zeit diese Topfpuppe. Ich sag ja, dann musst du deine Audio-Option umstellen. In die Audio-Option reingehen, da ganz oben steht Audio-Gerät, da stellst du einmal oben in ein anderes Gerät und stellst das wieder zurück und dann ist es weg. Ich bin immer noch so langsam, habe immer noch 600 Leben anstehen. Ah, jetzt kann ich wenigstens 3 Schaufelstiche da oben mitmachen. Bis ich ganz voll bin. Ist da was, oder? Mhm. Dein gerittener Kampf ist 0,00287 auf 99,59 gestiegen. Hm. Was jetzt ein gerittener Kampf. Wow. Haben wir die Schaufel ins Gesicht. Sieht echt so aus. Boing. Friss Dreck. Klatsch. Sieht echt so aus, ne? 107,66. Das rutscht alles wieder nach. Ja, aber wir haben schon 0,2 wieder abgetragen. Aber das muss im Endeffekt eh alles weg. Was jetzt hier kein Stein ist, muss weg. Alles hier. Weg, weg, weg. Ich muss alles auf die Höhe, die da unten ist jetzt. Aber es reicht jetzt erstmal, wenn wir die da geplaniert haben, weil da können wir da einen Brennofen aufbauen, dann müssen wir nicht immer runterrennen, um die Erde wegzuschaffen. Du bist im Lager unten und planierst? Oder pflasterst? Ich bin im Lager unten und pflaster, ja. Wie sieht's aus mit dem neuen? Bis jetzt stapelt sich das Holz gut. Was denn hier? Was denn? Bei mir bebt die Erde. Ja, mach einfach weiter. Dann mach einfach weiter. Das ist normal. Wenn ich neben dir stehe, ist das normal. So, na denn. Wie sieht das aus mit dem neuen? Wie viele Stämme hat er schon drin? Du ganz kurz, ich renne, ich fliege. Da am Brunnen bei euch? Ja. Mein Fernglas funktioniert leider gerade nicht. Ja. 4? Okay. Ja. Dann müssten so, ich glaube, 6 oder 7, wenn dieser fertig ist. Achso, ich habe mein Mikrofon ausgehabt. Oh, bitte. Mal, er steht da neben dir. Es bebt. Oh mein Gott. Das ist sein Zorn. Ravens Zorn, der bebt. Oh ja. Du bist zu langsam.
Sobald du das geschafft hast, die zu planieren, wird es einmal klack machen und dann haben wir hier eine gerade Fläche. Dann hast du wieder jede Menge Platz, dann webt nichts mehr. 0,3 noch, dann haben wir's. Nee, warte, ich korrigiere, dann hast du's. Ich will mich hier nicht in deine Arbeit reinschleichen, das hast ja mehr oder weniger du planiert. Aber wir haben keinen Brennstoff. Wir haben keinen Brennstoff mit hochgebracht, ne? Das ist nicht so doll. Ah, da unten liegen, glaube ich, beim Stämme. 0,2 noch. Ich spring hier auf der Steinfläche, da kann nichts kaputt gehen. Ausgeruht, ohne. Er sieht den Apfelkuchen, wenn die Mutter immer sonntags. Ja, das machen die. Die vergraben auch Schätze und sowas. Das machen die. Ich finde einfach genial, dass es solche Texte gibt. Allein schon dies macht das Spiel etwas interessanter, etwas, ja, spaßiger. Dann bist du, wenn sich die ganze Zeit mit dem Schaufeln oder irgendwas beschäftigt. Ach stimmt. Hast auch mal was Witziges oder sowas zu lesen. Ja, das ist richtig lustig, wenn ich eine Schlange beiß. Ja, das ist ja, mir, das ist mir wo wir angefangen haben, damals mit dem Game, sehr, sehr, sehr oft passiert. Ja? Vor allem die. Hast du da richtig Spaß gehabt, oder? Vor allem die Zecken, die waren ja übel. Ja, eine Zecke nach dem anderen im Wald. Eben. Du meinst Blutekel? War doch immer Blutekel. Achso, Blutekel, okay. Kannst du nichts mehr aufnehmen, du bist überladen. Auch nicht schon wieder. Oh nein, müssen wir doch noch mal runter. Einmal müssen wir noch runter, scheinbar. Das heißt, ihr kommt zu mir? Ja, da draußen vom Tor. Hab die Ecke jetzt mal gemacht. Können wir den Brennstoff direkt mitnehmen? Haha. Ich hab mal die Ecke jetzt fertig gemacht. Magst du die mal ganz kurz mal angucken, wenn es geht? Ja, ich kann nochmal reingucken gleich. Also theoretisch soll es passen. Theoretisch, ja. Der Theo und sein Retisch. Ist sie eigentlich noch da? Laut Spielerliste war sie gerade noch da, wo ich geguckt habe, ja. Wo die sich jetzt rumtreibt, kann ich dir nicht sagen. Ich dachte, Das hast du so ein bisschen im Auge da unten. Bis jetzt kam noch nichts mehr. Was habe ich für gesagt? 4 Balken waren da, ne? Ah, 5 sind jetzt da, okay. Hier, Spiel hakt sehr oft bei mir. Okay, bei mir nicht. Also momentan läuft es echt flüssig. Wie viel FPS? Das heute viel besser wie gestern. Wie viel FPS? Oh nein. War denn nicht einsenden? Okay. Mein Pferd liegt im Dreck. Hoffe ja mal, dass das Tor halt damit zu eins verstanden ist mit dem Planieren hier. Nicht nur von ihm gefallen, ne? Also Platz hat er noch locker da. Außerdem haben wir ja zusammen. Bin gleich bei dir. Ich würde fast vielleicht diese eine Ecke hier noch wegnehmen wieder. Damit man sieht, dass es so eine Kurve sein soll hier. Direkt da oben, okay. Aber hier geht das dann etwa, ne? Die würde ich so lassen da unten und die hier oben wegnehmen. Brauchst du einfach nur mit der Schaufel abtragen wieder. Mhm. Und dann sieht man, dass das hier eine Kurve gibt. Weil so wird es ja vielleicht, wenn hier irgendwas steht, einfach gerade reiten, weil du den hier nicht einblicken kannst, wenn hier irgendwas steht. Man könnte irgendwann hier vielleicht hier auf dem Eck Laterne, genau. Das
So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein Pferd organisieren, weil meins draußen im Dreck liegt. Wenn du gleich mal rausgehst, da liegt ein Beutelchen draußen. Da ist ein Pferd drin. Kann ich leider nicht mehr einstecken, weil ich voll mit Lehm bin. Jetzt noch wieder auf planieren, ne? Und jetzt müsstest du den nochmal planieren, genau. Ja! Ich kann nicht nehmen. Ne, da ist noch eine Zeit drauf auf dem Beutelchen. Ich meinte dein Männer gerade. Ach, ich bin noch ein bisschen schwer, aber ich hol's gleich. Hast du den Brennstoff mitgenommen? Den Brennstoff? Die Scheitel, die da drin sind? Warte, dann nehme ich oder so. Ja, ich nehme die mit. Du musst graben noch. Du brauchst den Platz zum Graben. Und du bist sowieso hingefallen. Als für dich dann aufs Knie. Oder auf dem Bobbes. Oder wie war das? Allen mir zu Füßen. So. 0,1 muss man noch kriegen, dann haben wir da oben. Ich hab ihn so fest. Schießen die einfach von der Seite hier. Ich reite die Straße original lang und da kommt irgend so ein Seitenpascher und haut mich runter. Was soll denn das? Hab ich's geschafft. Wenn das nur mal beim Event geklappt hätte, ne? Dann hättest du auch noch den Gegner, den freundlichen, dein eigenes Team runtergehauen. Du musst Pferd oder, Pferd war schon, ne? Hase oder Bär. Ich gehörte doch zu euch im Event. Ich war doch kein Gegner. Hast du schon einige Stunden hier hinter dir, ne? Ja. Mit Gegnern oder was meinst du? Nee, allgemein, also mit dem Spiel, ne? So. Ich? Ja, so ein paar. Ein, zwei, ja. Ein, zwei. Ich habe ein offenes Steam-Account, also du kannst bei mir, wenn du auf meinen Namen klickst, quasi sehen, wie viele Stunden. Ja, habe ich schon gesehen, deswegen sage ich so ein paar Stunden hinter dir, ne? Eins, zwei. Eins, zwei habe ich, ja. Wo ist... Das ist schon mal gut, ja, warte mal, jetzt machen wir hier kurz den... Ne, warte mal, irgendwas stimmt nicht. Ja, du musst noch einmal, musst du noch planieren, dann ist das flach. Wo ist denn das so die Alterssparte von dem Spiel? Ja, also ich habe so mehr oder weniger festgestellt, dass, sag ich mal, die jüngeren Leute, die hier so spielen, nicht viel erreichen. Weil der einfach der Biss, sag ich mal, fehlt. Yeah. Ja? Also die Leute, die eine ältere Generation, so ab 20, sag ich mal, da fängt das so an, die haben auch ein bisschen, weil man muss hier koordiniert spielen, das merkt ihr ja selber. Also man muss wissen, wofür man welche Sachen einsetzt, die sich vielleicht ein bisschen aufheben. Also das ist nicht so ein kurzlebiges Spiel wie jetzt zum Beispiel WoW, wo du dann einfach in irgendeine Quest gehst und dann deinen Scheiß schon irgendwie kriegst. So. Hier muss man seine Gedanken beisammen haben, um das was zu erreichen, was vernünftig ist. Richtig. Und von daher sehe ich das eigentlich eher so, je älter, umso mehr erreichen die Leute hier auch, ja. Da kriegst du was hin? Genau, warte. Einmal das, da kommt jetzt das Wasser und die Fasern rein, die du hast. 20 mal Wasser braucht man, wisst ihr. Und dann kannst du den mal da zusammen knüppeln. So, und danach müssen wir den ganzen Rest, der jetzt hier kein Stein ist, auch auf 69,9 bringen, quasi hier. Warte mal, erstmal könnten wir vielleicht das hier mal machen, das wäre ganz sinnig. Zing. Kann man das nur einzeln ein? Nö, nee, du. Also hast du jetzt alles reingelegt? Wasser ist drin, genau. Du musst jetzt mehrfach bauen, sozusagen, weil du immer nur 100 Baustoffe verbauen kannst. 100 ist das Maximum, was du verbauen kannst. Achso.
Sollte vielleicht mal ein Stück weggehen, ne? Ja, sonst blockierst du den Bau. Sehr schön. Dann können wir da wieder verbrennen, die Erde. Ich habe jetzt hier noch 200 Lehm, Qualität 10 einstecken. Die verbrennen damit. Weg damit. Ich überlege, jetzt können wir hier vielleicht noch was anderes bauen, was drinnig ist. Da unten zwei Rennöfen hinstellen. So, das ist schon mal gut, dann haben wir da schon mal einen guten Anfang. So, jetzt bin ich auch wieder leer. Jetzt kann ich wieder graben da oben. Aber erst habe ich scheinbar wieder ein Disconnect, wie immer. Hat ja wieder lange Zeit gedauert, bis der kam. Aber woran liegt das bei dir? Das ist ja echt komisch. Tatsache, sag ich dir auch. So. Mal habe ich, hab ich einen halben Tag Zeit, bis das passiert, und mal passiert das ein paar Mal in einer Stunde. Ich rüste eigentlich meine Sensor nicht aus. Die kaputt? Nö. Anzeigefehler bei mir, okay. Wir müssen gucken, dass wir im Laufe des heutigen Tages noch zum schnappen kann. Ja. Ganz langsam brauchte ich jetzt nochmal dafür. Für was? Für das Ding da unten. Ach, die habe ich jetzt einfach nur provisorisch hingesetzt. Die sind nicht von Wert eigentlich. Nur damit ich den Lehm loskriege. Die können wir irgendwann mal aufbauen. Aber da bräuchtest du 10 pro Teil, also 20 insgesamt. Wichtiger wäre, dass wir hier oben das planiert kriegen, diese große Fläche, damit wir dann den Anstoß haben. Weil ich habe ja hier schon einmal hochgegraben, gebuddelt, mit so eine Mine gehabt, bis oben zum Granit hin. Nur dafür muss diese Erde hier weg, damit wir da wieder hinpinden. Das hier war alles Mine hier vorher. Wo jetzt Erde ist, ist jetzt Mine. Ne, umgekehrt. Wo Mine war, ist jetzt Erde. Warum? Thank you.
Synchron, hä? Und mein Spiel hängt auch. Weil du nicht mehr so schnell buddeln kannst? Das ist deine Ausdauer, weil deine Ausdauer unten ist. Wenn du mehr Ausdauer wieder aufbauen lässt, kannst du wieder öfters hintereinander. Sollte auch mal was essen, ne? Oder das. Ne? Essen ist nämlich auf 20 unten. Und da hatte. Wunder. Ah, meins ist auf 17. Manchmal voll die Synchronschaffer hier. Wie sieht das aus mit dem neuen? Guck gleich mal. Hör sie rennen. Sie kommt zu mir. Baumstämme sollen in die Burg. Nee, die, also wenn sie jetzt alle fragst, ob sie alle Baumstämme jetzt rübergebracht hat, die da drüben lagen, die ich hier gezeigt habe. Sir Gunderson. Also sie möchte dich gerne sehen. Ich bin weit außer Haus, kannst du sagen. Er ist weit beschäftigt. Aber fragst du mal, ob sie die Stämme Rüben hat, weil dann kannst du sie quasi einmal um die Burg begleiten, einmal zeigen, wo was ist so, und dann nimmst du sie unter deine Fittiche danach. Ich schreibe erst weit auf der Reise. Am besten einmal die Burg zeigen, so einmal rumgehen mit ihr, wenn sie alles gesehen hat. Kannst du so, das nicht aufnehmen, was soll das? Und oben ein Met trinken? Er sieht noch was, Erde. Ja, ab hier in den Brennofen verbrennen. Jo, ich bin auch voll. Also sie hat die Arbeit erledigt, die du ihm aufgetragen hast. Okay, dann kannst du sie quasi einmal rum. Du musst immer einmal ausmachen, weil sonst verbrennst du das alles, genau. Dann nimm sie einmal mit, mach nochmal eine Burgführung mit ihr, einmal ringsherum, und dann erkläre ich dir den Rest sozusagen dazu. Mhm. Und sag ihr die Regeln halt, dass jeder hat hier ein Grundstück, ein eigenes, und dass nur die Sachen, die auf dem eigenen Grundstück jemanden gehören. Mhm. Also ihr dürft nicht einfach zur Solin gehen und dem was wegnehmen, was er nicht weiß. Halt das, was du auch schon alles weißt. Was weiß ich denn? Zum Beispiel das, habe ich euch direkt am Anfang erzählt, als wir hier reingegangen sind. Ich weiß. Nichts? Manu! Ja, hab geschrieben, dass... Ich habe geschrieben, das ist sehr gut, jetzt schreibt sie. Will ich doch hoffen, meine Füße brennen. Eine Müdigkeit vor Schützen. Ist hier geöffnet. Ja, aber ist praktisch mit dem Brennofen hier. Hey! Mal die Schaufel weg hier. Jetzt kann ich da nichts dafür, wenn du dich direkt vor mich stellst. Um meine Schaufel spüren willst. Könnte man auch wieder zweideutig verstehen. Nein. Ich hab sowas, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich denk immer eindeutig. Auch alles, was ich sage, ist eindeutig.
Eindeutig, zweideutig. Wie war das? Ende darf. Nee. Nein. Nein. Das ist nicht. Das ist voll cool, ich grab hier direkt in den Brennofen rein. Ich hab den Slot vom Brennofen offen und zu meinem Inventar und zieh die ganze Zeit rüber. Ich grab. Erlebt? Ja. Jo. Ich sehe nur nicht, auf welcher Höhe wir sind, aber ansonsten ist alles. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich kann nicht mehr graben. So, muss ich mich mal umstellen. So, dann muss der hier noch weg. Einen Ofen bedienen. Und graben. Ja, aber das ist praktisch. So einen Brennofen immer in der Nähe zu haben, beim Draufgraben. Der hat ja einen Speer. Wer hat einen Speer? Ja, sie. Ja, wo hat sie den denn her? Das weiß ich nicht, hat sie ausgerüstet. Ist ein ganz langes Ding oder was? Ein ganz langes Ding, ja. Ja, das ist eine Angel bestimmt. Ach so. Aber bist du denn jetzt mit ihm oder ihr einmal um die Burg am Laufen? Ich erkläre das alles hier. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn du dann soweit fertig bist, kurz vorm Einladen, erkläre ich dir, wie das funktioniert. Hm? Was du noch nicht selber rausgekriegt hast. Das mit dem Einladen kann nur der GM machen, oder nicht? Nee. Theoretisch kann das jeder, der in der Gilde ist, sollte einladen. Bei anderen Spielen nicht. Ja, dahin kann ich das halt nicht. Übrigens, du bist in dem Spiel meine Schwester, ne? Ja klar, leuchtet ein. Ja, klar. Ah, sie guckt sich auch gut rum hier. Und nur ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu lange rumstöbert, die Person oder so. Ja, vielleicht ist unser Verdacht auch unbegründet, aber ne, lieber Vorsicht wie Nachsicht. Richtig. Ja. Ich hab einen Hammer berat. Wieso sieht der jetzt aus? Nein. Genau aus dem Grund habe ich den einmal ausgemacht, weil der Holz, das war die ganze Zeit an quasi. Ich hoffe, das ist richtig hier. Ich habe jetzt geschrieben hier oben, das hier gehört Solin der Grimmige. Solin und der Schmied ist das eigentlich. Ich mache hier ein bisschen Angst, weißt du, damit es nicht so gleich. Nimm lieber von unten, weil das Holz wollten wir eigentlich zum Stützen von dem Schacht hier oben nehmen, weil du hier oben ja ganz schwer was findest. Thank you.
Holzscheite, ne? Holzscheite, genau. Oder gehst kurz rein und holst ein bisschen Kohle, die hält länger. So 5 Kohle würden reichen. Ja, das ist ja richtig gut aufgestapelt hier. Hier irgendwo Kohle Jetzt kannst du vielleicht noch von da unten das Pferd hier reinholen. Sehr schön. Ja, das ist wieder Stein, also jetzt nur noch in diese Richtung hier.
Schwäche? Wieso? Warte, einmal kurz verbrennen. So, nur noch in diese Richtung. Genau. Ich glaube, hier hinter liegt auch der Eingang. Hinter dem hier. Müsste, glaube ich, ein Steinblock sein, der ein bisschen höher ist, wie der Boden, den wir hier haben. Wenn wir den erreicht haben, da ist der Eingang im Endeffekt. Beide jetzt, oder? Beide Schrägstrich 60, was?